Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist ein besonderes Video und zwar ist das das letzte Video von mir im Jahr 2022. Das Jahr war extrem schnell. Ich bin noch nicht ganz bei einem Jahr YouTube und ich bin trotzdem stolz drauf, wie viele Leute eigentlich meine Videos schauen. Und ich muss auch sagen, großen Dank an euch, dass ihr mir so unterstützt und so. Und ja, ich bin schon richtig nervös, was das nächste Jahr alles bringt und wie viel Gutes passieren kann und so weiter. Aber zuerst mal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr mich immer noch unterstützt und einfach auch die lieben Kommentare, die ich eigentlich immer bekomme von euch. Bis jetzt hatte ich noch nicht wirklich einen Hate-Kommentar und das finde ich auch sehr beeindruckend. Und das gefällt mir auch wirklich, wie ich lesen kann, dass Leute sich jedes Mal, wenn sie ein Video von mir anschauen, lachen müssen. Und das ist auch echt auch mein Ziel so. Ich möchte, dass sich anderen Leute eine Freude bereiten kann und so weiter und so fort. Und ja, das Jahr ist jetzt schon vorbei. Es war ein sehr hartes Jahr für mich. Es war sehr anstrengend, auch mit der Ausbildung und allem. Und ja, ich möchte auch an der Stelle den Skyhunters danken. Die sind echt toll und echt eine große Familie, aber eigentlich welchen Dank verdient Elia. Elia war echt eine tolle Freundin, das weiß sie auch. Und es war halt auch mega cool und so. Und ich war bei ihr, das war auch ein sehr großes Highlight für mich, bei ihr zu sein und so. Es war mega schön und ich bin dieses Jahr auch das erste Mal geflogen. Und das war auch mega toll und dieses Jahr war so eine richtige Achterbahn für mich. Und ja, ich hoffe, dass auch ihr ein tolles Jahr hattet und dass jetzt vorbeigeht. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was nächstes Jahr so bringt. Und somit ist es jetzt mein letztes Video und ich möchte das so beenden, dass ich Pferde kaufe. Ja, es gibt ein Pferd, also es gibt einige Pferde, die ich schon sehr lange sehr gern hätte. Und ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall ein Pferd und einfach so der letzte Pferdekauf dieses Jahres. Ja, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und ja. Okay, wir sind schon in der Nähe des Pferdemarktes, das ist bewusst, weil wir kaufen ein Pferd auf dem Pferdemarkt. Ich habe letztens ein paar Leute mit dem Pferd leveln sehen und mir wurde dann bewusst, dass ich auch so ein Pferd noch brauche. Ich besitze so ein Pferd nicht und deswegen möchte ich es unbedingt. Und zwar reden wir von diesen Andalusiern, also genau dieser Andalusier hier. Ich habe allgemein kein Pferd in diesem Modell und irgendwie tat es mich so an, wo ich die gesehen habe, immer wieder. Das ist so, ja, soll ich mir jetzt trotzdem noch einen kaufen? Soll ich nicht? Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und ich kaufe ihn jetzt. Es soll dieser hier werden. Ich war mir nicht sicher, ob der oder der, aber ich will den. Ich will den hier haben. Mein letztes Pferd 2022 heißt Drake. Das ist Drake. Passt zu ihm, finde ich, als Senior Valach, as always. Und wir kaufen jetzt Drake. Oh, er ist ein schönes Pferd. I like him. I like him. Ja, da hätten wir hier schon ein Pferd gekauft. Und dann würde ich mich eben ausloggen. Und dann sehen wir uns gleich auf seinen Account wieder. Aber ich muss sagen, es war echt schön. Also, ich bin echt den Skyhunters dankbar, dass sie mich damals gezwungen haben, mit YouTube anzufangen. Es ist schon jetzt ein großer Teil meines Lebens und macht auch echt Spaß, so deswegen. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so ein Fan vom. Wir haben 900 Starcoins. Ja, ich wollte mir hier ein spezielles Pferd kaufen. Ein Pferd, was ich so geliebt habe. ja, ich bin gerade überlegen, ich dachte an das Fonzi eigentlich, aber wir haben ja so viele Star Coins und deswegen könnte ich mir auch gut in andere gehen zum Landgut und kaufen uns ein belgisches Warmblut. Und zwar kaufen wir uns das belgische Warmblut, was ich mir nicht traue, auf dem Haber-Account zu kaufen. Weil ich Angst vor dem habe. Und zwar, ich rede von diesem Weißen hier.
ich kann den überhaupt nicht einschätzen, ob ich den reiten werde oder nicht. Aber ich, irgendwie hat der was. Und irgendwie hat er was. Aber ich traue mich, den einfach nicht auf meinem Hauptaccount zu kaufen. Deswegen kaufen wir ihn hier. Es ist für mich definitiv eine Stute. Und wir nennen sie Cupcake. Cupcake ist voll süß. Sollen wir sie Cupcake nennen? Ja, wir nennen sie Cupcake. Jetzt reiten. Sie wegwerfen. Ja. Gute Entscheidung. Gefällt mir. Ich finde halt, das finde ich krass weiß, aber irgendwie hat es was und irgendwie sowieso in letzter Zeit von Welcher war voll fasziniert, auch wenn ich noch keins gelevelt habe, aber da hat es dieser Account 1 und zwar dieses Weiße und ja, ich mag. Schon fast sind wir auf einem schwedischen Server drin. Ja. Ich bin jetzt auch schon ein Stück weitergekommen. Ich war vorher noch Level 10, jetzt bin ich schon Level 11, fast Level 12. Ja, mein Pferd hat mich auch schon wieder vergessen, mich um das Pferd zu kümmern. Hier haben wir 722 Starcoins. Ich habe sogar noch eine Belohnung hier. 722. Das heißt, ich glaube, das englische Vollbuch kostet auch mehr, oder? Wir können halt das englische Vollbuch kaufen. Ich liebe die englischen Vollblüter. Das wäre halt echt toll eigentlich. Deswegen glaube ich, wir kaufen uns dieses englische Vollblut hier. Das ist ein Jungpferd, ein Wallach und er heißt Maze Runner. Das ist mein kleiner Maze Runner. Ja, haben wir hier auch noch ein neues Pferd. Also ich bin hier schon fleißig am Pferdesammeln, obwohl ich gefühlt nie auf diesen Account schauen wir mal hier rein. Ich habe hier schon einige Pferde gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber nicht so eigentlich. Ja, ich habe hier 6 Pferde. Es reicht eigentlich total auch aus, ehrlich gesagt. Ich bin zu selten auf diesem Account. Ja, deswegen denke ich, das ist voll okay. Aber ja. Dann würde ich sagen, dann ist es ehrlich gesagt schon so ein bisschen das Ende dieses Videos. Und somit eigentlich auch das Ende dieses Jahres, so ein bisschen. ja, ich hoffe, dir hat dieses Video bis hierhin gefallen. Und ja. Wenn schon, dann lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir mal zusammen ein bisschen questen sollen, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja, war schön, dass du zugehört hast. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Ne? Tschüss.